So ähnlich sehen die auch in Stadelheim aus, die Wachtürme. Nur die sind wirklich rund um die Uhr besetzt. Stadelheim, wie eine Festung, ragt dieses Gefängnis im Münchner Süden auf. Eine Stadt in der Stadt mit hunderten Vollzugsbeamten, Juristen, Seelsorgern, Köchen, Sozialarbeitern und an die 1300 Häftlingen. Wir haben hinter die Mauern geblickt zum Stadtgeburtstag, das Kapitel Stadelheim. Ein Blick durch schusssicheres Glas. Vom Wachturm auf den ehemaligen Haupteingang. Einst königliches Strafvollstreckungsgefängnis ist Stadelheim heute die größte JVA in Bayern. 1248 Häftlinge sind es an diesem Tag. Fast sein ganzes Berufsleben hat er hier verbracht, als Aufsichtsbeamter. Daneben hat Peter Maibohm eine Leidenschaft. Er erforscht die Geschichte der Anstalt. Wir befinden uns hier im ältesten Gebäudeteil Stadelheims, 1894 eröffnet. Stadelheim war ja von Anfang an dazu bestimmt, die im Gerichtsbezirk München ausgesprochenen Todesstrafen zu vollstrecken. Deswegen hat man hier am Ende des Ganges eine sogenannte arme Sünderzelle eingebaut. Die Gefangenen haben in diesem Raum ihre letzten Stunden verbracht, bis sie zur Zeit des Hinrichtungszeitpunktes dann abgeholt wurden von den Gehilfen des Scharfrichters, um zur Vollstreckung geführt zu werden. Dieser Haftraum hat die doppelte Größe eines Einzelhaftraums, war relativ spärlich möbliert, ein Bett, ein Tisch, zwei Stühle, ein Sessel für den Pfarrer und an der Wand hing ein Kreuz und darunter ein Betschemel. Archivaufnahmen aus den 50er Jahren. Das Gefängnis am Anger in der heutigen Sendlinger Straße. Ende des 19. Jahrhunderts waren die Zeitungen voll Skandalgeschichten. Die hygienischen Bedingungen in den Münchner Gefängnissen waren katastrophal. Die Stadt war schnell gewachsen, mit ihr die Zahl der Kriminellen. Schließlich setzte der bayerische Justizminister von Leon Roth einen Neubau durch, vor den Toren der Stadt, auf dem Gelände des ehemaligen Gutes Stadelheim. Dem Geist der Zeit entsprechend war die Ordnung auch in dem neuen Gefängnis streng militärisch. Wenn ein Beamter die Tür geöffnet hat in der Zelle, dann haben die Gefangenen dort stramm gestanden. Die haben eine Haltung zum Aufseher eingenommen. Die haben den gegrüßt mit Herr Beamter. Und das ist einfach alles dieses militärische Gehabe. Auch auf den Feldern, wenn ein Gefangener gearbeitet hat und es ist ein Beamter vorbeigegangen, dann ist der Gefangene aufgestanden, hat Haltung angenommen, seine Kopfbedeckung abgenommen und hat ihn begrüßt. Man schrieb das Jahr 1904. Ludwig Thoma war Chefredakteur des Simplicissimus. Er hatte besonders die kirchlichen Moralapostel im Visier. Ezechiel und Jeremias Jünger, was beschmeißen Sie uns mit solchem Bibeldünger? Sie multiplizierter Kindererzeuger, Sie gottseliger Bettbesteuger. Für diese Verse kam Thomas 6 Wochen nach Stadelheim und genoss dort die Vorzugsbehandlung für bessere Stände. Es ist so, dass bereits beim Bau des Strafgefängnisses Stadelheim Hafträume für Gefangene besserer Stände gebaut worden sind. Das heißt, es war politisches Programm. Das ist nicht entstanden jetzt aus einer Bevorzugung, illegalen Bevorzugung, sondern es war eben gewollt. Auch sonst war die Behandlung der Gefangenen streng abgestuft. Ganz unten standen die Zuchthäusler, denen es verboten war, während der Arbeit zu sprechen. In den 70er Jahren hat man sich abgekehrt vom reinen Verwahrvollzug und die Resozialisierung in den Mittelpunkt gerückt. Thema heute sind kriminelle Jugendliche, die meisten mit Drogenerfahrung und sehr schwer zu führen. Es hat sich verändert, dass relativ viele Migranten hier sind, nicht nur in der ersten, auch mittlerweile in der zweiten und dritten Generation. Und da ist vor allem aber auch bei deutschen Jugendlichen ist der Fall, dass sie eigentlich nie Erziehung erlebt haben. Also sie haben also ihre Sozialisation in Form von Gleichaltrigen meistens in Cliquen oder in Gangs erlebt. Und die Leute haben wir jetzt hier. Also zudem sind also sehr viele von diesen Jugendlichen psychisch instabil und bereiten also da aufgrund dieser Instabilität, die auch mit Persönlichkeitsstörungen verbunden sind, bereiten die also unseren Bediensteten große Schwierigkeiten. Stadelheim, ein Ort der Zeitgeschichte. Adolf Hitler, Schriftsteller,
So steht es in dem Eintrag aus dem Jahr 1922. Bewaffnet mit einer Pistole tritt er eine vierwöchige Strafe an. Verurteilt, weil er eine Versammlung des Bayernbundes gesprengt hatte. 20 Jahre später, Zwangsarbeiter aus Polen. Es gab Gerichtsverfahren, um den Anschein des Rechts zu wahren. Aber die Delikte waren zumeist nur vorgeschoben. Auf ihre Arbeitskraft hatte man es abgesehen. So kamen sie nach Stadelheim und wurden von dort in die Rüstungsbetriebe geschickt. Aus dem Buch, das die Sterbefälle dokumentiert, wird ein Hinrichtungsbuch. Jeder Getötete eine Karteikarte. Verzeichnet sind auch die Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose, Hans und Sophie Scholl. Wie ich in Stadelheim war, und das ist jeden Dienstag und Freitag geköpft worden. Einmal an einem Dienstag 23 Leute von Finn fuhr ab. Da ist einem doch eigentlich alles, was sonst Sinn und Zweck des Lebens war, ist einem da vergangen. Ausweise und Dokumente der Getöteten. Aufbewahrt im Archiv von Stadelheim. Nach dem Krieg wächst München. Es wächst rasant. Mit der Zahl der Einwohner steigt auch die Kriminalität. Immer öfter fährt der Zeisalwagen vom Präsidium in der Edtstraße hinaus nach Stadelheim und bringt Gefangene. München hat 1,3 Millionen Einwohner erreicht. Stadelheim ist Untersuchungsgefängnis und zugleich Haftanstalt. Und es platzt aus allen Nähten. Ein Filmbericht aus dem Jahr 1968. Insbesondere im Block der vorbestraften Untersuchungsgefangenen macht die Überfüllung in vieler Hinsicht den Aufenthalt der Häftlinge unerträglich. In Zellen, die nach Größe und Ausstattung nur für jeweils eine Person bestimmt sind, sitzen jetzt drei Gefangene ihre Haft ab. Der Zustand der sanitären Verhältnisse in den alten Zellengebäuden spottet jeder Beschreibung. Mag das völlig veraltete Kübelsystem in einer nur von einem Häftling belegten Zelle noch tragbar sein, sobald sich mehrere eingesperrte Personen in einen Kübel teilen müssen, der nicht einmal durch Trennwände abgeschirmt ist, kann man wohl nur von skandalösen Zuständen sprechen. Ende der 60er Jahre wird die Haftanstalt erweitert. Zwei Plattenbauten entstehen. Zugleich wird eine 6 Meter hohe Mauer um das Gefängnis gezogen. Drin sitzen gewöhnliche Täter, aber auch Originale und Paradiesvögel. Ja, einer der Paradiesvögel, kann man ohne weiteres sagen, war Mitte der 70er Jahre der Grafiker Günter Hopfinger, der nach Stadelheim kam wegen Geldfälschung. Geldfälschung ist ja ein großer Begriff. Das Auffallende bei ihm war, dass er diese 1000 Markscheine aus dem Gedächtnis heraus mit Tusche und Buntstifte hergestellt hat. Er hat es gekonnt, trotzdem haben sie ihn erwischt. Im Keller haben sie eine kleine Ausstellung eingerichtet. Bernhard Moninger, Rudolf Drasch und Peter Maibohm. Sie spiegelt die Geschichte Stadelheims. Als Teil der Alltagsgeschichte und Teil des Münchner Stadtlebens seit 114 Jahren. Der Koalition.